Jan Neuenschwander, hallo und schön, dass du beim Insider mitmachst. Legen wir gleich los mit der ersten Frage. Wie hast du damals eigentlich deine Freundin erobert? Erobert? In Davos haben wir uns kennengelernt, wir sind beide von Davos. Hat sich schon seit klein auf eigentlich kennt. Und nachher ist so über ein bisschen Kollegen ist so ein bisschen zustande gekommen und dann sind wir mal zusammen ein bisschen ausgegangen und gehen Skifahren und so und dann ja, hat sich das so ergeben. Okay, und wie hat sie reagiert, als sie erfahren hat, dass du Eishockey-Profi bist? Ja, Davos ist eigentlich recht klein, oder? Da weiss man eigentlich schon im Voraus alles über die Person, oder? Von dem her hat sie es eigentlich schon gewusst gehabt. Nächste Frage. Welche Serie schaust du momentan bei Netflix? Momentan habe ich gerade mit Game of Thrones angefangen. Game of Thrones? Das läuft doch gar nicht bei Netflix. Was läuft nicht auf Netflix? Ehrlich gesagt, habe ich gar kein Netflix. Ach so, gar kein Netflix. Na gut. Nochmals, welche Serien schaust du dir an? Ja, ist noch schwierig. Ein bisschen abwechseln. Aber im Moment bin ich gerade ein bisschen House of Cards manchmal und Game of Thrones, ja. Gut. Was würdest du beruflich machen, wenn du nicht Eishockey-Profi wärst? Ja, das ist eine gute Frage. Dann wäre ich wahrscheinlich am Studieren momentan, hätte ich gesagt. Was genau? Arzt hat mich immer interessiert. Aber es hat sich natürlich nicht ergeben mit dem Eishockey. Vielleicht wäre ich Arzt, ja. Und jetzt eine heikle Frage. Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Meine Insulinpumpe. Gute Musik und Sonnenbrille. Und deine Freundin? Ah, ich kann daheim bleiben. Wirklich? Ja, für eine einsame Insel, ja. Also, kommt drauf an, wie lange, gut. Na gut, diskutiert das zu Hause aus. Nächste Frage. Wobei wirst du schwach? Was werde ich schwach? Bei Süßem. Zwar habe ich Diabetes, aber ich habe Süßes sehr gern. Vor allem Schocki eben. Alles klar, das war's auch schon. Alles Gute.